Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 3 FES The Journey hier auf Doppel-2LP. Und wie letztes Mal angekündigt, greifen wir heute mit Risiko den letzten Mid-Boss an. Yukari, ich weiß, dass du krank bist, aber das hier musst du durchziehen. Die Frage ist, reicht die Level 7 Party und eine Level 8 Ara mit Hammer Persona, um dieses Vieh niederzureißen? Interessant, selber Arcana als Gegner. Und Yukari, du musst ja auch nicht großartig angreifen, du musst uns nur heilen. Junpei act freely, weil ich musste ihm ja kein Ziel zuweisen. Erste Amtshandlung natürlich Raku. Der verdammt vergessen zu analysieren, auch wenn das nichts bringt. Aber man weiß ja nie. Cleave, bitte. Okay, Slash Attacks funktionieren nicht. Marzio? Scheiße. Okay. Erstmal Analyse. Oh Gott, was mache ich jetzt? Yukari ist krank und das Ding beherrscht Marzio. Ich habe eigentlich keine andere Wahl. Dummerweise habe ich keinen Patra-Skill, um sie hochzuziehen, aber ich habe, glaube ich, ein Item dafür. Mal gucken. Panic, Fear und Distress. Ach, leck mich doch. Also doch nicht. Zum Glück habe ich drei Revival Beats, die könnte ich noch gebrauchen. Junpei, du musst hier jetzt den Schaden austeilen, während ich das Heilen vornehme. Und ich vergaß, sie ist krank, die ist nicht so effektiv. Ah, oh, erzähl mich, das Vieh ist auch noch resistent gegen Feuer, dann bin ich hier aufgeschmissen. Rakukaja, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Ich meine, überleg mal, das Ding ist schon Defense down und Junpei macht so wenig Schaden. Okay, Yukari heilt sich selber. Ach Mann. Gewagte Strategie. Junpei heals support. Yukari auch. Slash Attacks waren sinnlos. Also dann nur mal Bash an. Erstmal. God damn it! Reflektiert Bash. Und Junpei, du hast doch mit Repatra doch eine Fähigkeit. Okay, auf die Gelegenheit habe ich gewartet. Auch wenn seine Defense reverted ist. Oh Gott. Orpheus ist ein ganz schlechter Gedanke. Schwach gegen Elektro, das kann ich mir jetzt nicht geben. Hoffentlich hilft das. Cadenza. Ich sehe es aber schon kommen, das wird nichts mit dem Kampf heute. Außer Cadenza reißt es jetzt raus. Ah, Junpei, es geht doch mit Repatra. Attack reverted, danke. Super. Events reverted, damit kann ich leben. Persona Aramitama. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht machen. Doch, eigentlich schon, ich muss ihn wieder Rakunda verpassen. Junpei heilt sie. Gut, 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 gut. Sie wird sich aber auch selber heilen. Aha, Junpei. Persona. Was mache ich jetzt?
riskiere ich's? Oder mache ich dir mich selber? Lass Yukari von Junpei heilen. Ich gehe ein Risiko ein, komm schon. Gufu. Meine letzte Hoffnung, hier noch was zu reißen. Verdammt! Hat das Ding überhaupt eine Schwäche? Harukaja. Gut, das gibt mir eine Runde, mich zu ordnen. Junpei act freely diesmal. Und auch Yukari act freely. Du musst auch angreifen, Mädel. Ich kümmere mich jetzt ums Heilen. Mit Aramitama. Ich mache jetzt den Heiler, während Junpei und den Heiler und Supporter. Das wird sonst nichts. Junpei muss wieder mit Agi ran. Das ist ein bisschen Damage. Yukari, genau. Hätte ich nie gedacht, dass Yukari mal meine Hauptangriffskraft wird. Ein Glück, dass Aramitama resistent gegen diese Art Angriff ist. Damit sind wir health-mäßig eigentlich noch gut dabei. Okay, Rakunda ist schon drin. Was mache ich dann? Schmeiß ich mal einen Aguilao-Gem rein. Mittlerer Feuer-Damage per Item ist eigentlich immer eine gute Option. Und die 50 HP-Abzug können wir gebrauchen. Verdammt, Yukari! Reiß dich mal zusammen. Okay, Yukari lasse ich draufgehen und hol sie mit einer Revival Beat zurück. Dir auf meine Wenigkeit. Damit ich das überlebe, wenn er gleich eine Attacke startet. Junpei greift an für 15 HP, wenn es hochkommt. Oh, doch, 24. Yukari geht unter jetzt. Attack reverted, vielleicht hat er dann Tarukaja. Oh nein. Perfekt. Item. Beat Chain von Restore Parts HP. Das setze ich noch nicht ein. Revival Beat Yukari. Junpei greift an, Yukari heilt sich hoffentlich ein bisschen hoch, damit sie ein Mazio von dem über... Es lohnt sich nicht mehr, Yukari hochzuholen. Okay, Junpei, wir machen das jetzt zu zweit. Erstmal. Es lohnt sich einfach nicht, Yukari wieder zu beleben. Die wird sonst wieder runtergerissen. Und da sie sowieso kaum trifft. Ich glaube, es wird machbar, aber trotzdem jetzt zu gewinnen. Solange ich jetzt nicht dank Apsaras drauf gehe. Oh, das geht sogar noch. Perfekt. Persona. Aramitama. Und Rakunda, damit Junpei leicht ein paar HP mehr abzieht. Okay, er zappt uns. So, jetzt müssen die HP ein bisschen vorhalten, weil ich muss gleich meine SP auffüllen. Das wird ein purer Ausdauerkampf, aber den kann ich gewinnen. Danke. Evasion Rate auch noch reverted. Ich werde wahnsinnig. Item. Ich habe nur noch eine Chewing Soul? Oh, jetzt muss ich auch noch das gute Item hier verbrauchen. 100 SP für 84, ey. Komm. Mazio, das überleben wir. Super.
Ja, ich schätze, mein Überleben ist wichtiger als Junpei's. Auf jeden Fall mache ich den Schaden selber. Mist! Ich wollte Yukari noch reviven. Komm schon, überleben, überleben! Ja! Defense reverted. Macht nichts. Macht nichts, den haben wir. So, Item. Revival Beat gegen Yukari, damit sie die Erfahrung kriegt. Zwar unverdient. Und jetzt mach ihn kaputt, Junpei. Oder geh kaputt. 1-1 in der Taktik. Ohne Junpei wäre ich draufgegangen. Balm of Life, sehr gut. 100% Wiederbelebung mit 100% HP und 100 EP. Das reicht, glaube ich, für alle zum Level Up. Ah, yes! Ganz stark, Leute. Ich bin stolz auf mein Team. Nicht so ganz auf Yukari, die hat ein paar Abfucks gebracht. Oh, noch ein Balm of Life. Und ein Soma, was sowohl HP als auch SP der gesamten Party komplett wiederherstellt. Wenn ich jetzt aber runtergehe, Junpei. Check Status Equipment. 81 EP bis zum Level Up. Yukari. ...102 bis zum Level Up. Goddammit! Oh, Mann. Heilen uns kurz, so gut du kannst. Ja, ich darf jetzt nicht nach unten gehen, weil dann haut Yukari ab und ich will eigentlich noch Level 8 erreichen, bevor ich hier abhau. Und das kriege ich gar nicht mehr hin, weil ich ja... Ich muss also eine zweite Party durch Tartarus machen. Egal. Erstmal versuche ich, möglichst viele EP hier zu sammeln. Da ist er. Es ist... Verdammt! Hau nicht ab! Ja, dann kriegt ihr halt onscreen ein bisschen Leveling zu sehen. Okay... Skill... Art... Kawaii Maya... Junpei hat sogar kaum noch SP über, das ist ein Wunder, man braucht sonst nie welche. Und Slash Attack! Pow! Critical Hit. Ohne Probleme gewonnen. Ich hätte aber echt gedacht, dass die 100 EP jetzt zum Level abreichen und... Ich nehme den Cup. Der stellt ein paar HP wieder her, nämlich. In Party. Geld brauche ich nicht wirklich und Pixie sowieso nicht. Was zum Teufel? Wie kommt der Shadow da? Da waren wir doch gerade eben noch. Oh, oh Gott. One enemy detected. Strike first. Scheiße. Tactics Yukari. Das wird jetzt ein zäher Kampf. Weil das Ding ist gegen Windschwach und glaub mir, das Vieh ist zäh wie sonst was. Oh, nicht Attacke. Raccoon da. Das ist fast schon ein Mini-Mini-Boss hier in Thabo. Zähes Mistvieh. Junpei Cleave. Aber dank Raccoon da machen wir doch gut Schaden. Und wenn Yukari jetzt noch mit Garu trifft. Danke. All-out Attack. Warum denn nicht? Es reicht sogar, um das Vieh zu besiegen. Sehr gut. Und wieder Cup, weil Saras haben wir schon. Ja, auch so kann man sich heilen, ohne SP zu verbrauchen. Oh Gott. Komm! Da ist schon die Treppe? Das ist das Stockwerk ja noch nicht mal... Die habe ich noch nicht mal analysiert. Assign Target of Aim. Damit wir eine Analyse mal reinkriegen. Junpei hat es auch schon rausgefunden, wegen die schwach sind. Nämlich Feuer. Alright. Iori has defeated an enemy.
Aber da Yukari krank ist, mach mal daneben, Mädel. Danke. Analyse, please. It seems to have multiple weaknesses. Sehr schön. Die 5 HP kann ich, glaube ich, noch verkraften. Verdammt, Yukari! So machen wir das. You have the potential to grow even stronger. Und wieder Shuffle Time for the win. Und jetzt hole ich mir Angel. Denn die Persona kennt Garu und das kann man ganz gut gebrauchen. Das war's echt schon hier? Willst du mich doch jetzt verarschen, oder? God damn it! Kann ich ja noch nicht mal richtig leveln hier. Ja, dann mach ich noch den Shadow Club weg, ey. Ah, dann werde ich tatsächlich noch eine Leveling-Session einschieben müssen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, weil das bringt mich noch weiter aus dem Plan, als ich normal jetzt schon bin, weil ich bin ja noch nicht 100% nach dem Plan vorgegangen. Ah, und wieder Cup. Kannst mir nicht mal ein Wand geben, du Scheißspiel. 5 HP, danke. 5 EP. Achso, wie sieht's eigentlich bei mir aus? Ich war doch so kurz vorm. Ich bin nicht gelevelt? 39 EP. Och, Gott. Ich glaube, ich begebe mich alleine auf Grinding Session gleich mit Junpei. Dann fällt Yukari zwar ein bisschen zurück, aber das kann die ab. Die holt nämlich auch noch auf. Spoiler, Spoiler. Ihr geblieben, Angsthase! Wenn du mir schon im Weg kommst, dann wirst du auch ausgeräuchert. Und, ganz vergessen, ich wollte ja Nekomata hochleveln. Agi gegen dich. One more. Get him. Und, jawoll, Critical in dein Gesicht. A complete victory. Great job. Und wieder Shuffle Time. Oh Gott. Muss ich das Schwert da nehmen. Die Schwertkante der Mitte war eine sogenannte verfluchte Karte. Und wenn man die erwischt, dann passiert was ganz Böses. Dann verkürzt sich nämlich Zeit, die es dauert, bis der sogenannte Reaper in eurem aktuellen Stockwerk von Tartarus auftaucht. Und sind in einer Sackgasse. Und dieser Reaper, glaubt mir, dem wollt ihr nicht begegnen, denn das Vieh ist einfach nur überpowered. Und wir kriegen noch ein krasses Item. Altes Dokument Nummer 1. Ja, die werde ich später mal zeigen. Und der Pfad zum nächsten Stockwerk ist blockiert. Wir können nicht weiter, was bedeutet, wir sind angekommen! Am vorläufigen Ende von Tartarus. Ich habe mir das nie genau angeguckt, aber diese Blutwasserfälle sind eigentlich nicht nett. Na gut, nutzen wir den Access Point. Gehen zurück nach unten. Ja, wie gesagt, nochmal der Reaper. Der taucht nämlich auf, wenn man eine bestimmte Zeit lang auf demselben Stockwerk von Tartarus rumgeistert, weswegen ich nicht unendlich lange auf Level Stockwerk 15 hätte rumleveln können. Und, wie schon angekündigt, macht Yukari die Fliege. Aber das soll mir recht sein, denn sie hat ihren Teil der Tat getan. Sie hat uns ein wenig geholfen, diesen Mitboss hier zu besiegen. Und damit sind wir am Ende. Ich speichere ab, aber werde noch was zeigen, bevor ich auf meine Leveling-Jagd mit Junpei gehe. Nämlich im Velvet Room, Mission Mighty Requests. Und wir haben nämlich eine erfüllt. Und zwar das erste alte Dokument zu holen. Und Elizabeth empfiehlt uns nochmal, das zu lesen. Und wir kriegen eine Beat Chain. Dankeschön. Sonst noch irgendwelche Requests? Bring mir ein Juzumaru. Habe ich genommen. Die ist neu. Perform Jack Brothers. Das ist der nächste Fusion Spell. Nachdem wir ja Cadenza erfolgreich gemacht haben.
I'd like to visit Polonia Mall. Das können wir, glaube ich, am nächsten Tag gleich machen, im nächsten Part. Und das war's eigentlich schon. Personas Fusen habe ich jetzt keinen Bock drauf und ich brauche auch keinen. Ich habe mit Aramitama eigentlich genau die, die ich für die nächsten Tage und auch für den Vollmond brauche. Und damit verabschiede ich mich von diesem Part von Let's Play Persona 3 FES. The Journey. Ich hoffe, hat euch wieder gefallen und ich hoffe mal, ihr seid auch dann bei Part 15 wieder dabei, wenn wir wieder zurück in unserem Schlafsaal sind mit hoffentlich einem aufgelevelten Minato und einem aufgelevelten Junpei. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende.